Sie hat Unglaubliches durchgemacht. Mit 14 trifft Sammy Woodhouse auf Arshid Hussain, einen der Kinderschänder von Rotherham, wird jahrelang missbraucht. Mit 15 schwanger. Mit 16 will er sie töten. Er hat mich hier an den Abgrund gezerrt und wollte mich runterwerfen. In dem Moment dachte ich, das war's jetzt, mein Leben endet. Er bringt mich jetzt um. Bis heute ist Angst ihr täglicher Begleiter, um sich und ihren Sohn. In unserem Interview wird immer wieder deutlich, wie verzweifelt und alleingelassen Sammy sich fühlt. Es ist zu schwer, weil es einfach nicht aufhört. Jetzt auch noch mit meinem Sohn. Und die Behörden helfen uns einfach immer noch nicht. Dennoch will sie kämpfen, will, dass einer der größten Missbrauchsskandale Englands mit mehr als 1400 Opfern nicht vergessen wird. Anderthalb Fahrtstunden von Manchester entfernt liegt Rotherham, hat rund 260.000 Einwohner. Hier wächst Sammy Woodhouse auf als fröhliches Kind mit zwei älteren Schwestern. Sie will Tänzerin werden. Mit 13 hat sie ihren ersten Freund. Mit 14 trifft sie den damals 24-jährigen Arshid Hussain. Er lädt sie auf eine Spritztour ein mit fatalen Folgen. Als ich in sein Auto einstieg, war mir nicht klar, dass dieser Moment mein ganzes Leben ändern wird. Dass ich missbraucht werden würde, mental, sexuell, körperlich. Und dass ich durch ihn auch kriminell werde. Arshid wird ihr Freund, sie verliebt sich, lässt sich manipulieren. Er wollte alles von mir wissen, über meine Eltern, Familie, Schule, Freunde, Musik, Filme, Hobbys. Wir hatten so viel gemeinsam. Ich dachte, wow, das muss Schicksal sein. Aber heute weiß ich, das ist typisch für Grooming. Unter Grooming versteht man die Kontaktaufnahme von Erwachsenen mit Minderjährigen mit gezielter Missbrauchsabsicht. Die Münchner Psychologin Cordula Ledin erklärt die große Gefahr dieses Verbrechens. Bei diesem systematischen Missbrauch ist es so, dass die Täter natürlich versuchen, auch wirklich die Jugendlichen absolut zu isolieren, wegzubringen von den bisherigen Freunden, von den Eltern, von anderen Einflüssen, um sie total unter Kontrolle zu bringen. Und das ist natürlich im Teenageralter besonders gefährlich, weil dort eben das Gehirn umgebaut wird. Alle bisherigen Werte von den Eltern, alle Normen, alles, was bisher als Regel galt, wird auf den Kopf gestellt, wird neu überprüft, wird neu zusammengebaut. Und da sind natürlich Teenager besonders empfindlich für so eine Einflussnahme. Die 14-jährige Sammy Woodhouse trifft sich täglich mit ihm heimlich zu Hause, in angemieteten Hotels, schwänzt die Schule, belügt ihr Umfeld, ihre Eltern, die den Umgang verbieten. Regelmäßig rufen sie die Polizei, um den Kontakt zu beenden. Doch solange Sammy ihn nicht anzeigt, kann die Familie nichts tun, obwohl Hussain als Krimineller mehrfach im Gefängnis saß. Drogenhandel, Überfälle, auch bewaffnet, Geldwäsche. Das meiste Geld verdiente er mit dem Verkauf von Drogen und ich musste ihm helfen. Dadurch habe auch ich viele Vorstrafen und konnte ihn nie anzeigen, weil ich mich dann selbst belastet hätte. An ihrem 15. Geburtstag überfallen sie zusammen eine Postfiliale und erzählt Sammy Woodhouse, wie tief sie damals im Strudel aus Kriminalität, Sex, Alkohol und Gewalt steckt. Wir stritten täglich. Er schlug mich, vergewaltigte mich. Ich weinte, er gab mir die Schuld. Ich habe oft versucht, ihn zu verlassen. Ich wusste, ich muss weg von ihm. Aber ich war einfach emotional so abhängig. Es war so schwer. Und er hat mir ständig gedroht, und auch meiner Familie. Wollte meinen Vater töten, meine Mutter vergewaltigen. Und er hat meine Familie angegriffen. Mit 15 wird Sammy Woodhouse schwanger von Arshid Hussain zum zweiten Mal. Ein Jahr zuvor hat sie eine Abtreibung. Als Sohn James zur Welt kommt, sitzt Arshid gerade wegen Körperverletzung 6 Monate im Gefängnis, kann ihr nichts tun. Mit Hilfe ihrer Eltern kommt sie von ihm los, fühlt sich aber bis heute von offizieller Seite völlig alleingelassen. Es gab so viele Möglichkeiten, bei denen mir Behörden hätten helfen können, es aber nicht taten. Ich wurde fast täglich in seinem Auto erwischt. Bei einer Durchsuchung haben mich Polizisten minderjährig und halbnackt in seinem Bett gesehen. Aber die Leute, die mich und die anderen Kinder eigentlich beschützen sollten, haben teils für ihn gearbeitet.
Zur Polizei zu gehen ist für Sami Woodhouse nie eine Option. Erst als der britische Journalist Andrew Norfolk 2012 über Rotherham schreibt, wird ihr klar, dass auch sie ein Opfer ist. Erzählt ihm ihre Geschichte und sorgt im August 2013 weltweit für Schlagzeilen. Sie wird Whistleblower des größten Missbrauchsskandals Großbritanniens. Doch ab jetzt beginnt für sie ein Spießrutenlauf. Ich wache jeden Morgen auf und muss um irgendetwas kämpfen. Meine Psyche, meine Sicherheit, die meines Sohnes. Dabei möchte ich nach all dem einfach nur behandelt werden wie ein normaler Mensch. Und ich möchte ein Leben ohne Angst führen. Ein offizieller Untersuchungsbericht bestätigt 2014, dass hier im höchsten Ausmaß Behörden versagt haben. Laut Ermittlungen hatten viele Mitarbeiter Angst, als Rassisten gebrandmarkt zu werden und haben Hinweise und Warnungen ignoriert. Dann versucht das ganze Ausmaß zu verschleiern, nämlich dass 1400 Mädchen im Zeitraum von 1997 bis 2013 sexuell missbraucht wurden. Doch nicht nur das Ausmaß der Verbrechen macht fassungslos. Man hat Kinder, die sich weigerten, mit Benzin übergossen und ihnen angedroht, sie anzuzünden. Sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen, anderen Vergewaltigungen zuzusehen. Wenig später tritt der örtliche Polizeichef Sean Wright auf öffentlichen Druck zurück. Samis Peiniger Arshid Hussain wird mit zwei Brüdern, einem Onkel und zwei Helferinnen, im Februar 2016 schuldig gesprochen, wegen Vergewaltigungen, Freiheitsberaubung, Zuhälterei an 15 Opfern. Arshid Hussain, der nach einer Schießerei im Rollstuhl sitzt, kommt als Anführer 35 Jahre ins Gefängnis. Nur kommt jetzt für Sami und ihren inzwischen 17-jährigen Sohn der nächste Schock. Ich dachte eigentlich, ich muss mich nie wieder mit dem Mann auseinandersetzen. Doch dann haben ihm die Behörden im Gefängnis gesagt, dass er Kontakt zu meinem Sohn haben könne. Der einzige Grund, warum es den bisher nicht gibt, ist, weil mein Sohn sich weigert. Doch damit haben sie meinen Sohn in Gefahr gebracht. In Deutschland wäre solch ein Umgang nicht erlaubt. In Großbritannien ist es eine Gesetzeslücke im Children's Act von 1989. Sami wendet sich via Twitter an die Öffentlichkeit, will per Petition eine Gesetzesänderung herbeiführen, bekommt offizielle Unterstützung von Politikern wie Louis Hank. Zumal Arshid Hussain für Sami Woodhouse und ihren Sohn immer noch eine akute Bedrohung darstellt. Kürzlich wurde ein Mann verurteilt, der uns in Arshids Auftrag verfolgt und eingeschüchtert hat. Mein Sohn und ich mussten vor Gericht aussagen. Dann mussten wir auch wieder umziehen, weil Arshid Leute zu meinem Haus schickt. Ich habe viel Geld für Sicherheitsvorkehrungen bezahlt, im Haus, im Auto. Aber ich fühle mich nie sicher, schaue ständig über meine Schulter. Deshalb können wir die 34-Jährige auch nicht zu Hause treffen. In Rotherhams Innenstadt will sie sich auch nicht zeigen. Oft stößt sie auf Unverständnis, wird angefeindet. Doch sie bereut es nicht, ihre Story öffentlich gemacht zu haben, schrieb ein Buch darüber, auch als Warnung. Nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland sind immer mehr Jugendliche von Cybergrooming betroffen. Nur wie können Teenager erkennen, ob sie in Gefahr sind? Teenager haben ja oftmals noch nicht so viele Beziehungserfahrungen selber gemacht. Das heißt, sie können gar nicht einschätzen, ist das jetzt eine normale Beziehung? Verhält er sich normal? Ist das angemessen? Oder ist das jetzt schon Missbrauch? Insofern ist es auch gut zu schauen, welche Beziehungen haben die Eltern zueinander? Was sehe ich sonst für Beziehungen bei älteren Geschwistern oder Nachbarn? Und einfach sich zu orientieren, wie gehen da Partner miteinander um? Und zu schauen, ist das ähnlich dem, was ich erlebe? Oder ist das wirklich was ganz anderes? Und dann auch zu fragen, ist es dann bei mir normal? Sami Woodhouse arbeitet inzwischen mit Ämtern und Polizei zusammen im Kampf gegen Grooming. Gerade weil sie sich selbst als Teenager im Stich gelassen fühlt, will sie anderen so ein Schicksal ersparen.